Hey, ich bin nicht Partykeks, aber Partykeks ist trotz allem dabei. Ich bin Bane und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, Keks Wars 3, um genau zu sein. Und wir brauchen Ressourcen. Ja, mal wieder. Ja, gut, wann brauchen wir die nicht? Aber Ja, und wir haben diesmal ja. aber auch bewaffnet und gefährlich. Also, bewaffnet und gefährlich ist eine gute Idee, weil ich muss dann praktisch mir erstmal eine Waffe rausdrücken. Ja, wäre gar nicht mal schlecht. Ja. Aufbleiben, Tür auf. Au, au. Jetzt hat die Tür mich fast gekillt. Hast du Schaden gekriegt? Nee, aber da hat nicht viel gefehlt. Es sind Amok-Türen. Ja. Die habe ich gebaut, was erwartest du? So, was hast du dir für eine Waffe da rausgedrückt? Schnellfeuer. Vollautomatik. Alles andere ist langweilig. Ja, das stimmt. Warte mal, was ist das für eine? Die 50er. S20A. Nee, ich habe mir nicht die Pistole genommen. Beispielpistole, das reicht mir. Ich habe ja erst überlegen, den Raketenwerfer zu machen, aber nein. Nicht? Nein, nein, noch nicht. So. Das muss So. ich mir. Sollte ich mir noch reinlegen hier in mein. Nehmen wir die Bohrer diesmal mit, ja? Ja, werden wir müssen. Haben wir zwar keine Verteidigung, aber der Platin-Dings war ja eh nah bei uns, Ja, also. aber ein bisschen Verteidigung haben wir. Ich habe am Schiff was gemacht. Okay. Ja, ah ja. Ach so, ja, und ich habe hier ein bisschen an den Türen und so Ja. gefeilt. Und Bohrer. Lagererweiterung. Und Bohrer gebaut. Ach so, ja, ein Bohrer gebaut. Der irgendwie. Ja, Warum auch immer es naja. von allein läuft. Okay. Lass ihn einfach laufen. Ja. Und, oh Gott, jetzt kriegst du wahrscheinlich einen Flash. Obwohl du. Ja, ich habe eine Tanke und ein Landepad gebaut und, ja, nachdem ja unsere Werft da abgegangen ist, haben wir ja jetzt. Ja. Ja, ich hatte ja gestern ein bisschen weitergearbeitet, Ja, ich aber hab's gesehen. Du bist fertig geworden, also bis auf oben halt. ja. Warte, können wir kurz mal reingucken? Ja, die Großwerft, das haben wir jetzt erstmal gecancelt. Das funktioniert alles so nicht. Ja, ganz easy für Jäger. Dach müssen wir dann noch machen, aber. Ja. Und Passt. Licht. Aber passt. Große Tankstelle, bisschen mehr Volumen. Klingt nice. Ja, dann, warte mal, dann fliegen wir die Bohrer gleich rüber, ne? Oben sind zwei Landepads drauf. Okay. Aufladen aus, das an. Was aufladen aus. Warum kann ich nicht links und rechts? Also. Ich dachte immer, die Triebwerke sind aus, ey. Sehen. Der ist aus. Warum? Hä? Bin ich jetzt. Meiner will irgendwie nicht. Sind die los aus oder was? Ne. Ich kann mich nicht drehen. Wow. Das hat Plonk gemacht. Hat Plonk? Wer hat angedockt? Kannst du das gleich mal, warte Warte mal, mal. warte. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz. Triebwerke aus. Oder nicht? Nicht wirklich. Ich guck gleich mal. Warte. So. Probier's mal.
Hm. Ja. Ja. Das ist das, was ich meine. Kannst von links nach rechts fliegen, aber auch nur so. Warte mal ganz kurz. Ich flex mal was weg. So. Immer noch nicht, oder? Das würde nicht wirklich. Boah, zurück, links, rechts kann ich. Ah, geht alles. Nur die Gyros wollen nicht, ne? Ja. Und dann docke ich ihn erstmal an. Ja, vielleicht. Wir werden mal sehen, wenn wir oben sind. Ja. Jo. Hopp. Ausmachen und also die Triebwerke und fertig. Ja. Sonst bremsen die uns ja nachher aus. Das ist eher aus, okay. Usch. Ja, dann sind die eh nicht mit Parken nutzen gekoppelt? Nein, ich habe das hier alles umgesetzt. Okay. Dann. Bist du drin? Ich bin da. Oh Gott. Warte mal. Sind die Hydros. Ja. Ja. Schon, oder? Ja. Warum? Mann, Bremse gelöst. Irgendwie. Sind da die Triebwerke wirklich aus? Warte, ich geh mal gucken. Irgendwie. Oder liegt es hier an dem Bohrer, dass das nicht geht? Die sind aus. Warte mal. Sind die Platten unten aus? Die sind aus, ja. Ja? Aber vielleicht müsste es nochmal abdocken. Was abdocken? Warte mal. Ist er unten abgedockt oder nicht? Es ist rot, aber es kann trotzdem sein, dass er angedockt ist. Also, warte mal. Jetzt weißt du was. Warte, wir sehen es gleich. Flieg mal hoch. Ja. Die waren noch ange. Du hast sie zwar ausgemacht, aber der eine Landefuß war angedingst. Angedingst, ja. Läuft. Ja, aber. Ja. Wir sind momentan. Rear. Ja, gib ihm noch mal richtig Gummi. Ah, der Bohrer halt die Gegend oben. Warte. Das haben wir gleich. Buah. So. Das erklärt's dann natürlich. Jetzt. Ist empty. Jetzt steigt er schneller. Der drückt und drückt. So. Jeha.
Hast du jetzt geschossen? Ja, das war ich. Ich wollte nur gucken. Wo sitzen die denn? Achso, an den Seiten. Ja. Warum gibst du nicht Full Speed? Mach ich doch. Echt? Ja. Okay. Ja, wir sind momentan ein wenig schwer. Warum auch immer. Das ändert sich gleich. Ja, die Bohrer sind jetzt nicht so leicht. Ich hoffe, die sind leer. Na gut, wenn es da nur Eis drin. Aber jetzt gehen wir langsam hoch. Jetzt wird's besser. So, ich muss dann, wenn wir jetzt oben im Weltall sind, nur mal kurz weg. Mhm. Dasselbe Problem wie immer. Oder wir fliegen ja am Vorposten vorbei. Ist gut. Gott, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Das kann man ja keine Verteidigung nennen, das Ding. Nee. So. Jetzt müssen wir gleich draußen sein. Und raus. Ja, null. Gut, dann lassen wir mal bremsen. Und ich bin in... Kannst ja mal so langsam in die Richtung fliegen. Mhm. Gut, ich bin dann alles gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Ja, dann... Ich muss eh erstmal bremsen und mich neu ausrichten. Wie viel Muni haben wir eigentlich mit? Da sind 24, 120 im großen Fracht. Oh, sogar die sind auf Munitioniert. Brav. Sturmgeschütz. Okay. Naja, haben oder nicht haben. Oder wäre noch ein bisschen was reingegangen. Ich glaube, wir haben in der Basis auch nicht mehr. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier mit unserem Bohrer zu hantieren. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Das war der Dreifach. Genau der hier. Gyroskop. Es wird schon gehen. Irgendwie wird schon gehen. So. Platin. Das mit der Tür macht mich wahnsinnig. Irgendwann baue ich auf der anderen Seite einfach nur eine ein. So. Und zu. So. Also. Einmal ausrichten. So. Dann werden wir mal in langsamen Schritten voranschreiten, wie auch immer. Okay, vielleicht sollte man ausräumen. Ja, das dürfte hoffentlich mal nicht in die Hose gehen jetzt dieses Mal. Aber gut, wir sind, also ich glaube, gegen so eine Drohne, das wird nicht mehr das Problem werden. So. Ja. Perfekt. Es ist eher der da vorne. Ja, mal schauen. Oh Gott, wir müssen uns um so viel kümmern. Das Platin ist echt wichtig. Und meinen ist auch wichtig.
Was ist das da vorne? Ist auch ein Asteroid, oder? Wir hätten hier vielleicht mal einen Suchscheinwerfer drauf machen müssen zum Ranzoomen. Das wäre es vielleicht gewesen. Na, 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 nicht Trägheitsdämpfer. So. Geht doch. Ah, ich vertraue der Ruhe mittlerweile nicht mehr. Das ist egal, was man macht. Ist das definitiv der Hammer. Ja, wir kommen leider wirklich nur schleppend voran. Jetzt haben wir da unten unsere Fabrik für die Jäger. Wir müssen noch eine zweite bauen für die Geschütze. Denn ja, wir haben ja unsere Flakgeschütze schon entwickelt gehabt. Das steht noch auf dem Programm und ja, unten muss sich allgemein noch ein bisschen was tun. Und dann brauchen wir irgendwann einmal eine schlagfertige Flotte, ne? Das wäre doch ganz, ganz herzallerliebst. Oh Gott, das sieht so schrecklich aus. Aber mich wundert es, dass sie jetzt da nicht rummucken. Die guten alten Magnetplatten. Uran könnte man eigentlich auch nochmal holen. So, rein praktisch. Naja. Ja, komm, alle werden wir nicht anzeigen müssen, oder? So. Das ist aus, das ist alles, das ist noch krasser. So. Mit Fullspeed nicht, aber wir müssen ja bremsen auch noch irgendwie können. Ja, und eine Mars-Expedition. Ja gut, ich denke schon wieder 5 Schritte zu weit. Es wäre auch mal schön, wenn wir mal wieder eine Order kriegen aus dem Fundbüro, wollte ich gerade. Warte mal, was ist das? Bremsen, 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 bremsen. Und irgendwas qualmt da schon wieder. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. 20 Kilometer. Na, warte mal, das schalten wir mal runter. Ja, gut. Ja, genau. So weit wollte ich es einstellen. Okay, das heißt, scheiße, wenn wir Pech haben, wurden wir gesehen. Kann ich da nicht mit dem... Doch, kann ich. Ja, toll. Da zeigt es mir noch gar nichts an. Okay. Das ist nicht das Hauptcockpit, ja, das weiß ich schon. Ein bisschen näher können wir noch ran. Ach so, ich weiß gar nicht, wie die Bohrer. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal nachgucken, was da oben schon wieder mit den Magnetplatten ist. Ich lasse es dann bald mal sein, ne? So. Also, das war das, was ich weggemacht habe. Oh, da fehlt ein Frachtcontainer. Alter. Ja, gut. Ich werde das mal reparieren und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn der Bane dann wieder da ist. Und ja,
vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin bin ich raus. Ciao.